feierten den Katholikentag in Wien im Zeichen des Turmes von St. Stephan, der vor 500 Jahren vollendet wurde und in der Erinnerung an die vor 250 Jahren erfolgte Befreiung der Stadt Wien von der zweiten Türkenbelagerung. Blicken wir noch einmal zurück. Wie viel ist damals auf dem Spiel gestanden? Wäre Wien gefallen, dann wäre ganz Österreich und Deutschland mit ihm eine Beute der türkischen Heere geworden, dann wäre die Zeit der christlichen abendländischen Kultur auf lange Sicht hinaus vorüber gewesen. Wie würden unsere Länder heute aussehen? Wie ganz anders hätten sich die Kultur, das geistige, das wirtschaftliche und soziale Leben entwickelt, wenn in Mitteleuropa und darüber hinaus der Halbmond mit seiner ganz anderen Weltauffassung und kulturellen Einstellung geherrscht hätte. Der Sieg der christlichen Befreiungstruppen vor Wien war zugleich ein Sieg unseres Vaterlandes und unseres ganzen Volkes. Er war ein Sieg des ganzen christlichen Abendlandes. Darum sollten diese Festtage, die wir jetzt begingen, Tage der Freude, des Dankes und der Erhebung sein, und sie waren es, ein ganz großes Erlebnis, ein säkulares Ereignis.